Das feindliche Schiff wird langsamer, General. Sie müssen gemerkt haben, dass wir sie verfolgen. Die Flotte hält ihre Position, Sir. Ich denke, es wäre angebracht, unsere Position zu melden, bevor wir angreifen. Skywalkers Flotte ist in der Nähe, im Bith-System. Gut, vielleicht kann er uns unterstützen. Nach dem, was ich gehört habe, ist Skywalker immer bereit für einen Kampf. Das habe ich auch gehört. Kotoya, Meister Plo. Wir haben sie im Abregado-System geortet. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Ich muss erst den Rat fragen, Meister Plo. Ich habe den strikten Befehl, unseren Standort zu sichern. Meister Plo, ist denn... Was stimmt mit der Übertragung nicht? Zu viele Interferenzen, Sir. Ich habe sie verloren. Wir empfangen eine hohe Energiekonzentration, Sir. Eröffnen Sie das Feuer. Wir sind noch außer Reichweite, Sir. Netter Schubkraftverlust. Dieses Energiefeld hat unsere Abwehr zerstört. Wir schießen einen nach dem anderen in Stücke. Schnell, in die Rettungskappe. Kompletter Systemausfall. Die Energie reicht gerade noch für die Lebenserhaltung. Nicht mehr lange allerdings. Das heißt, wir können nur noch hier sitzen und die Luft anhalten. Es wird uns ja wohl jemand suchen, oder? Versuchen wir, die Energieversorgung wiederherzustellen, damit sich die Suche auch lohnt. Die Luft hier drin wird langsam muffig. Ich kann nichts dafür. Das ist Boost, Sir. Du nimmst nur im Urlaub mal ein Bad. Lass die Sprüche. Arbeit an der Kapsel und dann an deinen Witzen. General, denkt ihr, wir haben eine Chance? Ich glaube nicht an Chancen, Commander. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir überleben. Und uns wird ganz sicher jemand finden. Bei allem Respekt, General. Strategisch gesehen ergibt es überhaupt keinen Sinn, nach uns zu suchen, wir sie nur irgendwie kontaktieren könnten. Wenn wir ihre Sichtluke sehen würden, könnten wir wenigstens winken. Das war kein Unfall, sie wurde von außen beschädigt. Wir sind nicht allein hier draußen. Ich krieg hier was rein. Eine unserer Kapseln. Kapsel 1977, hören Sie mich? Die Druiden wollen Überlebende töten, sie brechen die Hölle auf! Die Lage ist doch noch schlimmer geworden. Es wird Zeit zu gehen. Gehen? Wo wollt ihr hin, Sir? Nach draußen, um mich dem Feind zu stellen. Ich kann im Vakuum eine Zeit lang überleben. Dann hoffen wir mal, dass uns auch jemand sucht. Das ist Ahsoka. Sie muss ganz in der Nähe sein. Senden Sie weiter das Notrufsignal, Kommando. Die Kapsel wird bald zusammenbrechen. Jemand in der Kapsel. Werden Sie es überstehen? Kapsel und Druckanzüge haben Sie geschützt. Ich empfehle jedoch, Sie auf eine Lazarettfregatte zu bringen. Ich stabilisiere Sie, Sir. Hey, wieso ist das Licht aus? Sie haben alles runtergefahren. Wahrscheinlich ist das Schiff wieder da. Wir sollten auf die Brücke gehen. Sie sind zu schwach. Ich werde nachsehen, was los ist. Danke, dass Sie uns da rausgeholt haben, General Skywalker. Danken Sie lieber meinem Padawan. Sie hat immer daran geglaubt, dass Sie durchhalten. General Plo sagte, dass jemand kommen würde. Zum Glück hat er recht gehabt. Wir teilen uns in drei Gruppen auf, um Ihre Verteidigung zu durchbrechen. Ich übernehme die linke Flanke. Skywalker, ihr greift das Haupttor an. Ahsoka, du kletterst über die hintere Mauer. Wir treffen uns in der Mitte. Okay, Späher, sucht mir einen Weg nach unten. Aber leise. Mir nach! Komme, Zwinker, Boost, rauf mit euch! Um dem Volk von Erlin die so dringend benötigte humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Commander Wolf, wir warten schon auf Ihren Bericht. Wir haben verschiedene Lebensformen an der Oberfläche ausgemacht, Senatorin. Es gibt tausende Überlebende. Ja, nun ja, mein Befehl lautet, Ihnen beim Wiederaufbau zu helfen und weiterzureisen. General Plo benötigt so schnell wie möglich Verstärkung. Wir werden in wenigen Augenblicken landen. Thank you.
Also wirklich, müssen Sie so grob sein? Das nennst du grob. Warte, bis wir auf die Oberfläche kommen. Da musst du durch, Goldstück. Vorsicht, ich will keine Decke. Kasabadi! Na, großartig. Mal wieder ein Planet von der Sorte. Kira Ramatik. Shifasi en Manchucho. Su topichi poshi nitip. Okay. Wo steckt der Protokolldroide? Hallo, hier bin ich, Commander. Ein lokaler Brauch, nehme ich an. Interessant. Verstehst du den Kerl? Aber selbstverständlich. Commander Wolf, Sie haben die Ehre, König Manchucho kennenzulernen. Oh, seine Botschaft vereinfacht lautet: Willkommen in unserer Katastrophe. Schön, dass Sie hier sind. Unsere Mägen füllen. Die Götter unter der Erde werden Frieden mit uns schließen. Sie bringen Ihre Dankbarkeit zum Ausdruck, Commander. Und Ihr Gesang ist eine sehr rhythmische Art zu fragen, was gibt's zu essen? Oh. Commander, melde weiter, Ihr Schlüssel ausgeht vom ursprünglichen Epizentrum. Das war zu erwarten. Ein Nachbeben, Leute. Nein, bleiben Sie bitte ruhig. Ich wiederhole, Kata-Om-Team. Oh, ja, danke. Das war ich eigentlich gar nicht, aber trotzdem, vielen Dank. Truppenstaffeln untersucht den instabilen Untergrund. Markiert die unsicheren Bereiche. Und fangt an, die Container auszuladen. Reparatur Ihres Zentralcomputers hat oberste Priorität. Die R2-Einheit hat die Handbücher hochgeladen, die erklären, wie unser mitgebrachtes Equipment zum Einsatz kommen soll. Bin Duawani? Duawani. Die fragen, ob wir nicht Frieden schließen können. Mit der Erde. Wir sind gut, aber nicht so gut. Sinker! Commander? Nehmen Sie Ihr Team, die R2-Einheit und ein paar Arena mit zum Hauptrechner. Bringen Sie ihn wieder online. Alles klar, Sir. Na los, ihr Kerlchen, dann wollen wir mal. Soll uns der Rest, der noch steht, auf den Kopf fallen? Du denkst echt zu viel nach. Also das hätte ich auch noch gekonnt. Nach dir, kleiner Droide. Wir haben Bereiche für ein provisorisches Krankenhaus und eine Gemeinschaftsküche dort drüben. Du, Vater, Uratu, Turatata. Ritiaido, Pataris, Mijo. Die Elina empfinden große Scham. Er sagt, zuerst müsse der Frieden wiederhergestellt werden. Dies ist eine Hilfsaktion. In der Tat. Vielleicht ziemt es sich nicht, in aller Öffentlichkeit zu speisen. Das hat mir noch gefehlt. Also folgendes. Mein Befehl lautet, Vorräte abzuliefern und Energie- und Kommunikationssysteme wieder aufzubauen. Sobald die R2-Einheit mit dem Download fertig ist, gehen wir sofort wieder zurück zum Schiff. Sag ihnen, wir sind in Nullkomma nichts verschwunden. Hervorragend. Eine harte Hand. Gut gemacht, Commander, wenn ich das so sagen darf. Gut gemacht. Pass doch auf, Goldstück. Unmöglich, diese Klone. Note, Paioto. Ganz ruhig, kleiner Kerl. Wir tun alles, was wir können. Hat jemand den Protokolldroiden gesehen? Nomia. Okay, soll mir recht sein. Was auch immer. Sie werden es nicht glauben, aber wir haben ein ziemliches Abenteuer hinter uns. Ach ja, ein ziemliches Abenteuer. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Nein, R2, ich erzähle die Geschichte. Dich versteht doch sowieso keiner. Das ist nur gerecht. Ich habe das Rätsel gelöst, also darf ich die Geschichte auch erzählen. Natürlich werde ich deine persönlichen Heldentaten nicht auslassen. Meinst du, Senatorin Amidala wird ein Staat... Sobald wir auf Meister Gallia treffen, setzen wir die beiden an die Luft. Keine Einwände, Sir. Höchstpersönlich erscheinen. Man wird ja noch träumen dürfen, erzwungen. Danke für die Rettung, Meister Plo. General Grievous ist geflohen. Sehr gut. Erledigen Sie die übrigen Droiden. Wir sind Teil der Republik. Wir gehören zu Senatorin Amidala. Nicht schießen! Das gibt es doch nicht. Sie kennen diese Droiden, Commander Wolf? Ja, Sir. Wir brachten sie auf Meister Gallias Schiff nach unserer Mission auf dem Planeten Erlin. Ja, Commander Wolf. Wie ist es Ihnen ergangen, Sir? Also, wir haben vielleicht was erlebt. Sicher kann Wolf kaum erwarten, von den Abenteuern zu hören. Ehrlich gesagt, Sir... Ausgezeichnet. Das ist eine lange Geschichte.
Sie werden es nicht glauben. Bitte entschuldigt, selbst aber ich... bleiben. Es begann alles auf Meister Gallias Schiff. R2. Wolfsführer an Wolfsrudel, Angriffsgeschwindigkeit erhöhen. Hier spricht Warthog, wir gehen rein. Ihr habt Kommando Tano gehört, ich brauche Männer oben mit Raketenrucksäcken und Seilwerfern. Bewegt euch! Yes, Sir! Das sind alle, wir müssen gehen. Das Gebäude bricht auseinander. Eine Holozelle an der Ecke 12. und G. Verstanden. Hört mir bitte zu. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Ich schon. Wir werden euch festnehmen, Commander. Das wird ganz sicher nicht passieren. Glaubt mir. Also, ich werde keinem von euch wehtun. Doch, Commander, wir werden euch festnehmen. Dann lasst uns spielen. Mach sie fertig! Nein, Ventress, nicht! Vorsicht! Achtung, pass auf! General Plo Koon, wir hatten Commander Tano, aber sie konnte entkommen mit Hilfe von Asai Ventress. Nein, Wolf, ich kann das erklären! Sprengstoff. Das sind die gleichen Nanodroiden, die benutzt wurden, um den Jedi-Tempel zu sprengen. Das erklärt noch nicht, was Ventress damit zu tun hatte. Wir haben sie mit Ahsoka gesehen.